Das ist unweigerlich unser Mann. Aber das kann er sich doch nicht selbst angetan haben. Seine Augen. Aber schau dir nur seine Fingernägel an. Er muss es selbst getan haben. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo, wer sind Sie denn? Eine dicke, alte Frau kommt die Treppe hinter euch hoch und prustet schon schwer, wie sie oben auf dem Absatz des Dachbodens ankommt. Ja, ich werde sie da auch abfangen und sie nicht weiter ran. Gute Frau. Ihr könnt nicht einfach heilen. Das ist privat. Das wollt ihr nicht sehen. Es ist etwas Schlechtes passiert in eurem Haus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Das klingt, als wüsstet ihr irgendwas. Nee. Aber seine Miete hat er nie bezahlt. Der Marek. Wie lange ist er denn schon hier? Ach, der Marek. Ja. Schon lang. Ist denn was passiert? Hier stinkt's. Marek, du musst aufräumen mal. Sauber machen. Und den Gülleeimer ausleeren. Uff. Sie kriegt jetzt einen Arm um die Schultern gelegt. Also Marek wird nie wieder irgendetwas aufräumen, bedauerlicherweise. Ja, also so liederlich ist er jetzt auch wieder nicht. Nein, das Rad ist zerbrochen. Oh, sie wird ein bisschen leiser. Darum ehrt den stillen Gott und sagt noch niemandem etwas darüber. Es könnte mit dem anderen Fall zu tun haben. Mit dem anderen Fall? Die alte Frau, die Frau scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Was wisst ihr über den Mann? Marek hieß er, sagtet ihr? Das war ein Tunichtgut, ein Trinker und ein ewiger Verlierer. Aber eigentlich kein schlechter Kerl. Der hatte kürzlich Damenbesuch, aber das ist ja eigentlich ein anständiges Haus. Und eine feine Dame war es, verschleiert, mit ganz heller Haut. Und sie hat einen Hund dabei gehabt. Oder sogar mehrere richtige Tiere. Aber die Dame blieb auch nicht lange. Kein Wunder. Ist ja auch kein Ort hier für so jemanden. Marek ging dann mit ihr weg und kam mitten in der Nacht allein zurück. Er ist die Treppe hochgepoldert, heute Nacht. Durch Sturz betrunken, nachdem die Dame ihm den Laufpass gegeben hat. Hat er das gesagt? Dass sie ihn verlassen hätte? Nee, Quatsch. Ich höre das doch nur, weil ich neben der Tür wohne. Könnt ihr uns die Frau vielleicht genauer beschreiben? Ja. Also, ich würde sagen, sie ist hübsch. Jung. Ich glaube, sie ist eine Blondine. Und sie sah recht kräftig aus und hübsch. Danke, ihr habt uns damit schon sehr geholfen. Eine Frage noch, die Haare, wie lang waren die? Haare, überlegt sie. Oh ja, ich glaube, die hat sie so zurückgebunden gehabt. Da sind nur so ein paar Haare haben runtergehangen und der Rest war zurückgebunden. Man wird da schon zwischengrätschen. Sahen sie so aus und irgendjemand hatte doch die Haare in der Hand. Nee, die sind ja schwarz. Die Dame war blond, glaube ich. Darum, das sind Hundehaare. Ach so, der Hund war schwarz, den sie dabei hatte, ja. Ach, sie war mit einem Hund unterwegs. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, so ein Dobermann. Sie beschreibt ein ziemlich prächtiges Tier, welches ich euch hier aufdecke. So ein schönes Tier haben doch vielleicht noch andere gesehen. Es wäre doch eine Achtung. Gibt ja viele solche, wisst ihr? Früher in Wehrheim gezüchtet worden. Also, so richtig viele. Also vor dem Mythrael, wisst ihr? Wehrheimer Bluthunde. Ja. Ihr habt Bluthunde? Die Frau scheint ein bisschen verwirrt. Hä? Was ist denn jetzt mit Marek passiert? Sie hat es immer noch nicht verstanden. Der Kreislauf ist vorbei. Das Rad ist zerbrochen. Die alte Frau sagt, was Zara und ihr eben versucht hat zu sagen. Ach, ich verstehe es. Oh je, oh je, oh je. Sie schlägt sich eine fette Hand vor die Stirn. Oh, oh je, oh je, oh je. Gibt es hier irgendwie einen Weg runter, wo wir nicht gleich die Treppe nehmen müssen? Und wo uns nicht jeder sehen würde.
Nee, hier gibt's nur die Treppe, hier gibt's nur die Treppe. Die dicke Frau sagt, ich geh schon mal runter. Ich glaube, ich sag dir in Bütteln Bescheid. Pass doch bitte auf, dass sonst niemand hier hochkommt. Okay, keine Sorge, ich lass ja keinen vorbei, sagt die alte Frau und lässt euch dann oben mit der Leiche alleine. Also das, soweit ich das einschätzen kann, sieht mir das nicht natürlich aus. Einer, der noch bei Sinn ist, kratzt sich selber die Augen aus. Ich weiß nicht, wie lange Meister Kasim dort unten noch braucht, aber das sollte er sich auf jeden Fall mal anschauen. Wenn ihr Meister Kasim vielleicht so am Kragen ein bisschen mit euch gezogen habt, dann ist er ganz in der Nähe und dann wird das Gewahrwerden und Anblicken des tatsächlichen Objektes seiner Analyse und nicht nur der passiven Aura zu einem deutlich schnelleren Abschluss seiner gesamten Analyse führen. Dass bei gleichem Kasim, Ergebnis. Sodass Kasim quasi jetzt gerade die Treppe hochkommt, des Gleichnams gar nicht richtig gewahr wird, weil er ja momentan andere Dinge sieht, Sterne sozusagen, und sein Blick sich verfinstert. Der Zauberer scheint etwas zu wissen. Wir haben ein Problem. Ja, jetzt sogar schon zwei. Ich guck mich mal um. So schlimm ist der Hund auch nicht. Finde ich, dass er so schlimm riecht. Er guckt zum Hund, schüttelt dann mit dem Kopf. Kann man uns hier hören? So als Frage an die Spielleiter. Also, Leute, ihr seid einigermaßen unter euch, ja. Also in dem Haus leben ungefähr 6 Leute auf 14 Quadratmeter Zimmern, in ungefähr 100 Zimmern im ganzen Haus. Gott. Also hier ist Geräusch ohne Ende, die Zwielichtgasse ist nicht weit und es sind auch nur 2 Häuserblöcke bis zur Reichsstraße, auf der die ganze Zeit Tag ein, Tag aus die Wagen am Klappern sind. Und die Wände sind halt dünn, ja. Also man könnte euch wahrscheinlich schon hören, wenn es nicht so viel Nebengeräusche gäbe. Okay, ja, Kasim senkt trotzdem die Stimme, schaut zur Leiche, schaut zu den anderen. Ich bin mir mit 99 Hundertsteln sicher, dass dieser arme Mann das nicht aus eigenem Antrieb getan hat. Ich bin mir sicher, dass er von einem siebsphärischen Wesen aus der Domäne des grausigen Rächers besessen wurde. Dieses hat vollständig die Kontrolle über ihn übernommen. Für höchstens 48 Stunden. Er dreht mal so die Hand, plus minus, ein paar könnte sein. Hat seine Handlungen nachgeahmt und zu einer definierten Zeit ihn magisch verstärkt, bis zu dem Punkt, dass seine Geschwindigkeit enorm verbessert wurde. Er selbst schwerste Verletzungen einfach wieder sofort regeneriert hat. Er war im Prinzip der perfekte Attentäter. Der letzte Teil des erteilten Dienstes an diese Kreatur war, ihn glauben zu machen, dass er all dies aus eigenem Antrieb getan hat und ihn dazu gebracht hat, ein schlechtes Gewissen deshalb zu haben. War das, was er getan hat, zumindest so aufgehängt hat, seine Schuldgefühle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Selbsttötung nicht Teil der Besessenheit war. War er denn Magier und hat etwas falsch gemacht, dass er so weit gekommen ist? Er sieht nicht so aus. Aber egal wie traurig er war, er würde sich doch niemals die Augen selber rauskratzen. Sie liegen vor ihm. Es wird doch sicherlich irgendwas mit diesen Dämonen zu tun haben. Mein junger Zargeweihter. Kasim schaut ihn jetzt direkt an. Dämonen sind hinterhältig. Sie haben ihn glauben lassen, dass er all dies aus eigenem Antrieb getan hat und es hinterher furchtbar bereuen lassen. Ich denke, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass er, nun ja, auf eine gewisse Art und Weise es als Schuldbegleichung für sich betrachtet hat. Aber war er denn selber zaubermächtig und hat das selbst verursacht? Oder ist das jemand anderes wohl gewesen? Vielleicht hat er das falsch gemacht. Vielleicht hat das wenn, was mit der Frau wenn, zu tun. Wenn er ein Beschwörer war und einen Dämon beschwören wollte und dies auf eine derart katastrophale Weise schiefgegangen ist, dass der Dämon sich auf diese Art und Weise gegen ihn selbst gewendet hat, das sind für mich ein paar zu viele Wenns und Falls und Abers.
Aber könnten wir Spuren in diesem Raum finden, wenn wir uns genau umgucken, wenn er das war? Meine magischen Kräfte sind völlig erschöpft, aber ich bin mir sicher, dass weitere Analysen von Kollegen an seinem Leichnam das gleiche zutage fördern wurden. Frage aus dem Off an den Spielleiter. Konnte ich erkennen, ob der Dämon damit seine vollen Dienste ausgeschöpft hatte? Oder ob er aus eigenem Antrieb handelte? Er hat damit nicht alle seine Dienste aufgewandt. Er handelt auch nicht aus eigenem Antrieb, aber er ist auch nicht an einen Beschwörer gebunden. Wenn das Sinn macht. Okay, also das heißt, der Dämon ist nicht an einen Beschwörer gebunden, handelt aber nicht aus eigenem Antrieb. Das heißt, irgendetwas, das nicht sein Beschwörer ist, hat ihm einen Befehl gegeben. Ja, richtig. Okay. Und der Dämon ist potenziell noch irgendwo auf Dere. Weil seine Dienste noch nicht erschöpft sind. Also wenn wir uns hier nicht umgucken, könnten wir dann weitere Spuren darauf finden, ob er das selbst gemacht hat oder nicht? Ich habe meine Frage nicht beantwortet. Ihr meint, ob er sich selbst aufgehangen und geblendet hat. Er zuckt bei den Schultern. Ich glaube, ich bringe den Hund zurück. Das ist mir zu doof. Nein, den Hund brauchen wir noch. Meister Kasim, ich weiß nicht, ob es an eurer Magie liegt oder ob ihr noch in andere Ebenen schaut, aber er meint, ob wir hier Beweise dafür finden könnten, dass er tatsächlich der Beschwörer sei. Wenn er hier beschworen hat, ja, auf jeden Fall. Aber der Mann sieht mir auch nicht besonders aus wie ein Beschwörer. Aber ich weiß auch nicht, wie Beschwörer aussehen, wenn ich ehrlich bin. Also eine kurze Untersuchung der Räumlichkeiten ergibt, dass es hier keinen Beschwörerkreis, keine Kreide, keine Kerzen, gar nichts der Art gibt. Da ist es hoch unwahrscheinlich, dass es sich bei dem hier erhängten toten Marek um den Beschwörer des Dämonen gehandelt hat. Vielleicht ist deswegen alles schiefgegangen, weil es das alles nicht gab. Fall geklärt. Ich gehe nicht davon aus, dass er der Beschwörer ist. Ich guck mal seine Hände an, ob da zufällig ein Siegel ist oder Reste des Versuchs, es zu entfernen. Okay. Er war zumindest kein Gildenmagier. Es gibt ja auch zum Glück nur Gildenmagier, die zaubern können. Dann nein, sollten wir wohl der Spur mit dieser Freundin nachgehen. Ich meine, das ist das Einzige, was wir hier noch haben. Freundin? Spur? Eine Frau war hier. Und wann? Einen Tag vorher, bevor er sich hier so betrunken hat. Oder nein. Zwei Tage? Auf jeden Fall vorher. Und die Frau ist eine heiße Spur. Die hat auf jeden Fall einen Hund bei gehabt. Und ich habe hier einige Haare des Hundes. Reicht das, um eine Fährte aufzunehmen, Brenn? Bestimmt. Gib mal her. Hier. Hier, mein Guter. Such! Okay, vielleicht soll ich ihn rausführen. Nein, der kann das bestimmt auch nicht aus. Such den Hund. Such! Guter Hund. Ja, der Hund nimmt die Fährte auf. Von den Hundehaaren, ne? Ja. Er legt die Ohren an, kneift den Schwanz ein und seine Nase legt sich in Falten, als er anfängt zu knurren. Ein paar Schritte rückwärts gehend nimmt er von euch Abstand. Man gibt die Haare wieder an Ronga zurück. Vielleicht sollte man die Haare sich etwas genauer angucken, als nur mit dem Hund. Der Hund scheint... Ich muss mich jetzt mal um den Hund kümmern. Hier. Ja, ich knie mich auch zu dem Hund. Oh, was ist denn los, Kleiner? Du musst keine Angst haben. Das ist keine normale Spur, ansonsten hätte er das bestimmt nicht. Kasim, kannst du hier ein Auge drauf werfen? Der Hund, als Zaron sich ihm nähert, kommt der Hund ihm entgegen. Und wenn Zaron die Hand nach ihm ausstreckt, dann tut der Hund seinen Kopf in die Hand reinschieben. So als ob er sich sicherer und wohler fühle, wenn er Zaron berührt und von Zaron berührt wird. Als ob das, was auch immer ihm Angst eingejagt hat an dem Geruch von diesen Hundehaaren, als ob ihm das darüber, die Berührung Zarons darüber hinweghelfen würde. Der Hund entspannt sich sichtlich. Der Schwanz ist nicht mehr zwischen den Beinen eingeklemmt. Falten sind nicht mehr über die Nase gelegt und die Zähne sind nicht mehr gefletscht. Er wird einmal quer über den ganzen Körper gekrault, gewuschelt. Oh, schon in Ordnung. Was witterst du denn? Macht es dir Angst? Mach mal eine Tierkundeprobe, wie gut du mit dem Hund kommunizieren kannst. Ich hab mal eine Tierempathieprobe geworfen. Oh! Eine ganz seltene Gabe, die hab ich ja glaube ich in meinem ganzen. Kostet 30 vor allem 20 alle. Jahre DSA 4 gespielt, ne? Das ist glaube ich das erste Mal. Da muss man das auch belohnen.
Ich glaube, ich hatte die einmal und habe sie nie benutzt. Als Tagewetter kommst du aber dazu. Ja, das stimmt. Gibt das nicht doppelte Punkte Erleichterung auf irgendwie relevante Talente? Das wäre dann total irrelevant. Quatsch, ist jetzt einfach sympathisch. Ja, also Zaron merkt sofort, dass der Hund... Also was deutlich ist, der Hund sucht absolut Zarons Nähe. Und er hat absolute Angst vor diesen Haaren. Sie machen ihm wohl tatsächlich Angst. Als wenn sie was Vertrautes hätten, aber nur vorgetäuscht. Vielleicht ist es mal ja. Ein Spiel so vorgetäuscht. Darf ich mal sehen? Ja, hier. Kasim. Kasim nimmt mal seine weiße Robe, zieht da mal so ein Stückchen, dass er die Haare auf den weißen Grund legen kann und guckt sich die mal an. Ja. Nur profan, ich habe noch einen HSP. Da wird nichts mehr mit zaubern. Oh Gott. Der Hund währenddessen, er reibt sich richtig an Zaron. Also der Hund scheint gar nicht mehr von Zaron wegzuwollen, als ob er magnetisch an der Nähe zu dem Geweihten festgeklebt worden wäre. Brin nimmt mal die Leine des Hundes und übergibt sie Zaron. Zaron, vielleicht wollt ihr den Hund führen, ihr habt da momentan ein sehr gutes Händchen für, wie es scheint. Oh ja, gerne. Und Kasim währenddessen versucht Haare. Mach mal eine einfache Probe für Alchemie und dann hast du vielleicht eine Idee. Alchemie, jawohl. Ja. Nimmst ein paar von den Haaren und du bittest Zaron, dass er seine Hand ausstreckt. Und als Zaron seine Hand ausstreckt und du ein paar von den Haaren auf Zarons Hand fallen lässt, da fangen die Härchen erst an zu dampfen und verpuffen dann fast sofort mit einem kleinen Flämmchen. Ein starker Schwefelgeruch wird freigesetzt. Ich nehme an, ich muss die Dämonologie nicht würfeln, oder? Nee, also es ist offensichtlich die Reaktion, die dämonische Materie auf den Kontakt mit geweihter Materie normalerweise freisetzt. Ich hab's doch gesagt, genauso hat der Golem auch reagiert. Aber nein, der ist geschmolzen. Ja. Ich tippe darauf, dass dieser Hund eine Chimäre ist. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich mich mit Chimären nicht wirklich auskenne. Aber wenn diese Frau, die hier war, vor etwas mehr als 2 Tagen, schaut mal fragend in die Runde bei dieser Zeitangabe, einen Chimärenhund dabei hatte, der potenziell auch nur eine Chimäre aus 2 ähnlichen Tieren war, um sie zu tarnen, dann ist diese Frau vermutlich auch in der Lage gewesen, einen Dämon zu beschwören. Wir haben es also verdammt nochmal wieder mit Dämonen zu tun. Kasim nickt langsam. Und während ihr noch über den Hinweisen in der Wohnung des Toten brütet, andere Helden in der Stadt des Lichts dabei, eine Gruppe von Sonnenlegionären zu befragen. Falk, kannst du mir vorher mal den Tagebucheintrag vorlesen? Falls du ihn suchst, hier. Je tiefer ich forsche, desto weniger kann ich glauben, was hier geschieht. Ist sie wirklich ein Teil dieser Verschwörung? Solange ich mir nicht ganz sicher bin, kann und will ich sie nicht der Inquisition überantworten. Wie weit reichen diese Kreise? Wem kann ich trauen? Herr Praios, vergib mir. Herrin Resinde, schenk mir Weisheit. Ich lege mein Schicksal in die Hände deiner Dienerin Ankiela. Ja, ihr habt 5 Minuten über diesen Tagebuchzeilen gegrübelt. Euch ist auch noch aufgefallen, dass wohl das Lesezeichen nicht nur bei der Hesinde drin lag, sondern tatsächlich auch bei Ankiela, was auch immer das für eine Bewandtnis hat. Und während ihr dann zu gar keinem Schluss gekommen seid, habt ihr das Tagebuch wieder zugeklappt und konntet dann die Kammer wieder verlassen. 2, 3 Schritte weiter könnt ihr dann zu der nächsten Kammer geleitet werden, wo ihr dann auf die Gardisten seiner Einheit trefft, die dort an einem Tisch sitzen, allesamt zurzeit in Zivil gekleidet. Aufgrund dieses Vorfalls, dieses Ermordeten, haben sie jetzt wohl gerade dienstfrei und könnt dann eben dort auf Greifern, Alrizio, Rowena und den Kommandanten Paiodan treffen. Was auffällt, ist auf alle Fälle, dass Rowena zurzeit in einen schwarzen Schleier gekleidet ist, zusätzlich zu ihrer zivilen weißen Kleidung. Und während ihr dann grübelnd die Zelle betretet, könnt ihr euch dann vorstellig machen und auch die Fragen stellen, wenn ihr denn mögt.
Seid gegrüßt, die Herren, die Dame. Es tut mir ein wenig leid, dass ich euch belangen muss. Ihr trauert sicherlich um euren Gefährten, aber wir haben einige wichtige Fragen, die wir euch stellen wollen, damit die Wahrheit an Praios Licht kommt. Daran sind wir auch interessiert. Praios Volt, stellt eure Fragen. Wir hoffen, dass wir euch helfen können. Naja, könnt ihr uns allgemein sagen, wie sich Vitus angestellt hat im Dienste, beziehungsweise speziell, ob er auffällig war die letzte Zeit? Also Vitus war immer ein pflichtbewusster Mann, korrekt, zuverlässig, er wusste einfach, er wusste um die Gesetze, konnte sie anwenden, hatte mal seinen Dienst ordentlich getan. Ja, das klingt ja erstmal nicht verdächtig. Was ist mit den letzten Tagen? Gab es irgendwas, was euch aufgefallen ist? Kam euch etwas anders vor? So ein Verhalten oder dergleichen? Der Kommandant nickt, während die anderen eher schweigen. Ja, schon. Also wir wissen, dass er einen Spezialauftrag hatte. Aber er durfte nicht mit uns drüber reden. Also nicht mal mit seiner eigenen Einheit. Selbst im betrunkenen Zustand hat er das nicht gemacht. Mit niemandem hat er darüber gesprochen. Nicht mal mit Rowena. Ja, das ist richtig. Das ist ja schon merkwürdig, gerade für einen Praios-Geweihten. Richtig. Man teilt ja die Wahrheit. Er war nicht geweiht. Die Sonnenlegion muss nicht geweiht sein. Ah, dann ist das wie bei meinem Orden, der Heim- und Herdfeuers. Wir sind. Ihr seid Gänseritter, ja? Nicht geweiht, man soll es nicht glauben. Ihr seid Gänseritter? Wir bevorzugen Heim- und Herdfeuerorden oder dergleichen. Aber ja, umgangssprachlich nennt man uns Gänseritter. Ja, ich hatte schon wohl gehört, dass ihr Baron seid. Deswegen bin ich jetzt verwundert, dass ihr auch von diesem Orden kommt. Nun gut. Ja, bei Baron bin ich selbstverständlich auch, aber ich bin nicht. Travia ist ja auch wichtig. Offiziellen Wegen hier unterwegs. Travia ist ja auch wichtig und so. Auch, ja, sicherlich. Genau. Falk, habt ihr noch, entschuldigt, hast du noch eine Frage an die Herren und Damen, so Legionären? Wenn ihre Gnaden erlauben, traf sich Falk in letzter Zeit öfters außerhalb mit ihnen bereits unbekannten Personen? Tja, unbekannt. Neulich da saßen wir wieder in der Almada-Stube. Also, er hat da nicht mit anderen Leuten geredet, das nicht, aber er schien halt schon bedrückt zu sein. Schweigsamer als sonst. Mit neulich meint ihr gestern? Also gestern war er auch da, da hat er auch eine ganze Menge getrunken, aber die letzten Tage generell war er sehr, sehr schweigsam. Wir haben ihn dann noch alleine gelassen, so zur Firo-Stunde. Da hat er dann noch allein mit dem Wein gesessen. Ob er da noch mit jemandem gesprochen hat, weiß ich nicht, aber das wäre dann ungewöhnlich. Sagt euch der Name Anciella etwas? Anciella? Tja, wüsste ich jetzt gerade nicht. Ist das eine Person? Nö. Mir scheint es eine Hesindegeweihte zu sein. Eine Hesindegeweihte? Ach so. Ach so, ja. Das ist, glaube ich, eine Heilige von der Hesinde. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er jetzt so viel im Hesindetempel herumgehangen hat, wenn er eigentlich Sonnenlegionär ist, aber jeder seines eigenen Glückes Schmied. Sicherlich die Erleuchtung kann man bestimmt aus mehreren Quellen gewinnen. Tja, da sagt ihr was. Hab Dank, ich denke, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Also wenn ihr wollt, wir können euch selbstverständlich alle Heiligen der Praios-Kirche aufzählen. So Ovilmar oder Quanion, wie sie alle heißen, die können wir euch alle beim Namen nennen. Aber wenn es jetzt um irgendwelche Hesinde-Fragen geht, dann müsst ihr tatsächlich selber vielleicht mal im Hesinde-Tempel fragen. Was hat denn das überhaupt mit dem Mord zu tun? Ja, nee, das war nur, wir sind über den Namen gestolpert und wir wollten, war ich hier in Gareth um eine Art, ich wollte mir die Lokation hier anschauen und da sind wir über den Namen gestolpert und hat eigentlich nichts mit der Sache zu tun und ich, also
wirklich, Falke, warum hast du das überhaupt gefragt? Ich denke... Bedrückt zu Boden schauen. Wir können ansonsten aufbrechen. Ihr seid ja weiterhin hier aufzufinden, wenn wir weitere Fragen haben, richtig? Also wir haben heute Dienst frei, aber morgen müssen wir wieder raus. Nicht, dass ihr da irgendwie auf falsche Gedanken kommt. Was würdet ihr an unserer Stelle fragen? Ihr seid doch die Inquisitionsagenten. Ah, ja. Ja, er war die letzten Tage anders, aber so ist das halt, wenn man Spezialaufträge bekommt. Ich weiß gar nicht, ob er auch für die Inquisition tätig war, aber... Nun ja, immerhin seid ihr jetzt... Da müsst ihr doch wissen, ihr kennt euch doch untereinander, wenn ihr alle bei der Inquisition seid. Wir sind... Naja, ich muss gestehen, ich bin hier in der Stadt des Lichts. Wir sind nicht direkt von der Inquisition. Wir wurden beauftragt. Ja, okay, dann ist das jetzt so. Aber Falk fragt dann, nee, ich denke, wir haben dann bei keine weiteren Fragen mehr, aber vielleicht kommen wir nochmal auf euch zu heute. Ja, wie gesagt, heute ist noch dienstfrei, dann lasst euch nicht abhalten. Wir haben uns schon ein bisschen verplappert, muss ich sagen. Wir wollten eigentlich nur ein paar Knoten aufbringen, aber naja, das ist nun mal so. Ja, dann viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, dass ihr den Mörder findet. Hab Dank. Das werden wir bestimmt. Dann Praios mit euch. Praios auch mit euch. Und so könnt ihr mit dem Tagebuch im Gepäck wieder aufbrechen in Richtung der Dämonenbrache. Derweil betritt eine andere Person. Ich will euch vor der Stadt des Lichts abfangen. Er ist offensichtlich als Unbekannter nicht hereingelassen worden. Ah, Etilio. Ja, wir haben einiges erfahren. Ich denke, wir sind auf einer heißen Spur, aber wir sollten erstmal. Sprecht leiser. Entschuldigt. Ja, richtig. Wir sollten erstmal zu den anderen zurückkommen und dann unsere Ergebnisse zu teilen, denke ich. Ich habe möglicherweise auch das ein oder andere. Wir sollten, denke ich, aufpassen, dass wir nicht zu laut und nicht zu öffentlich über diese Sache sprechen. So viel haben konnten wir auch rausfinden. Siehst du auch, er ist in einen langen Umhang gehüllt jetzt, um den Säbel an seiner Seite etwas zu verstecken. In der Hand einen großen, breitkrempigen Hut mit Feder, so als würde er versuchen, möglichst, ohne dass man sein Gesicht erkennt, sich durch die Stadt zu bewegen. Wolltet ihr, dass wir noch etwas anderes in der Stadt des Lichts erfragen, jetzt wo wir hier sind, oder? Ich hoffe doch, ihr habt alles erfragt. Ja, alles, was uns eingefallen ist. Eigentlich alles Wichtige, denke ich, ja. Wie zurück zu den anderen. Geht es Rowena? Schwer traurig. Ich kannte sie nicht persönlich, aber er hat von ihr erzählt. Und er hat nur in höchsten Tönen von ihr gesprochen. Ja, sie war wohl die Betroffenste. Das hat man ihr angesehen.